Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Crit 2. Ja, ich hatte gerade eben schon 5 bis 10 Minuten aufgenommen, hat die Lackierung geändert und wollte mal ein Online-Match machen. Das Problem war aber nur, in dem Online-Match hatten irgendwie alle Mikrofone an und ich habe jetzt keine Funktion gefunden, um das zu beenden, dass die nicht mehr höre. Und dann hat einer auch noch schön Mucke reingehauen, wo ich wahrscheinlich dann sogar noch irgendwie Stress bekommen würde von YouTube, wegen Strikes und so. Drum lasse ich das jetzt erstmal weg. Es sieht aber so aus, dass dieser Online-Modus ein separater Karrieremodus für sich selbst ist. Das wird jetzt sowieso nicht so ganz dann in die Playlist reinpassen. Vielleicht kann man ja später noch drüber nachdenken, das noch irgendwann nochmal zu spielen oder so. Ich weiß es nicht. Aber dann machen wir jetzt erstmal noch die Karriere erstmal ordentlich zu Ende. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Funktion gefunden, um die Leute da zu deaktivieren. Also, dass ich die nicht mehr höre. Und die haben mich ja auch gehört. Was ja auch scheiße ist, wenn ich dann quatsche und so und die ganze Zeit sage, ja, ich fahre jetzt hier mal nach rechts und so. Wisst ihr? Aber gut, ich zeig mal ganz kurz die Lackierung, die ich jetzt hier gerade ausgesucht habe, meine Fahrzeuge. So, könnt ihr euch mal angucken. Hab das jetzt so hier gemacht. Was mir nicht so ganz gefällt, weil die Lackierung davor war echt kacke, also die ist schon mal mit Abstand besser. Was mir nicht so ganz gefällt, ist dieses Schwarz, weil die Zunge auch schwarz ist. Das stört mich noch ein bisschen. Ich meine, wir können nochmal nach Mustern gucken. Ich fand das eigentlich ganz stylisch und ich finde auch die Farbkombo eigentlich ganz cool. Hässlich. Hässlich. Naja, auch nicht so toll. Hässlich. Hat man ja schon mal das Muster, warum ich das überhaupt genommen habe. So toll finde ich das auch nicht mehr. Aber vielleicht auch, weil ich es schon hatte. Hat das mit dem. Diesen Würfel. Auch cool. Ja, der Soundteil, wenn man hier an vorbei macht. Nimm. Eigentlich ist das schon ganz cool mit dem. Oh, das ist auch nice. Das wird mir ja fast gefallen. Traditionell sieht auch geil aus. Hässlich. Hässlich. Könnten ein Deutschland-Auto machen. Machen wir ein Deutschland-Auto? Ja, machen wir einfach mal. Ach nee, machen jetzt kein Deutschland. Ach, ich mach jetzt ein Deutschland-Auto. Ich hab's jetzt gesagt, dann machen wir jetzt auch ein Deutschland-Auto. Ich kann es ja dann wieder ändern. So, das ist schwarz. Dann müssen wir das rot machen. Müssen wir das vorne aber vielleicht nochmal ändern. Dann würde ich das vorne vielleicht auch ganz schwarz machen oder so. So, und weiß machen wir gelb. Haben wir auch mal einen gelben Hintern. Hatten wir auch noch nie. So. Das vorne muss ich mal noch ändern. Weiß ich nicht. Machen wir. Lila. Ne, passt halt überhaupt nicht. Muss man am besten schwarz oder weiß. Ich würde es weiß machen. So hier. Ist okay, oder? Sieht gar nicht so kacke aus. Lass mal. Auf alle Fahrzeuge anwenden. So. Okay. Auf jeden Fall mit Abstand besser als das, was wir in den letzten Folgen hatten. So, Events, machen wir erstmal weiter. Ich meine, mich würde es jetzt mal reizen, mal ein Online-Rennen zu machen. Ich muss mal in Ruhe da mal gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, dass die mich nicht hören. Und dass ich die nicht höre. Dann würde ich mal ein Rennen machen, so Just for Fun vielleicht, so als Special-Folge, keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Aber erstmal müssen wir jetzt hier, würde ich gerne erstmal die Karriere hier offline beenden. Weil die ist auch ganz cool gemacht. Nicht erstmal das Main-Ding von dem Spiel. So, Events. Karriere. Ja, wie ist er weiter? Erster. Hier sind wir nicht gefahren. Trifft's ja hier. Na, großartig. Ja, nehmen wir den Nissan, hä? Weil wir sollten schon eher ein Driftauto nehmen, wahrscheinlich. Boah, mit dem bin ich halt noch gar nicht gefahren. Ich weiß es nicht. Ne, wir nehmen mal den Nissan. Gucken wir mal. Mal sehen, ob wir dann endlich mal über die 200 Meter kommen beim Driften. So schwer kann das ja eigentlich nicht sein. War anscheinend doch, für mich zumindest. Mal gucken, wie jetzt die Lackierung aussieht. Ach, das sieht doch ganz cool aus so. Kann ich mit leben erstmal.
Normalerweise würde ich zusammenzucken, wenn du ein Auto so durch die Gegend wirfst. Aber unser Wagen kann das ab. Ja. Souveräner Drift. So, jetzt. Scheiße. Es kann halt sein, das Auto ist ja kein Driftauto. Ist vielleicht dafür echt nicht geeignet. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Okay, das sah doch gar nicht so schlecht aus. Lass das Heck noch weiter ausbrechen. Gut gemacht. Ah, scheiße, wir haben zu wenig Speed drauf. Ja, das würde mit dem Auto schon gehen. Ich muss jetzt nochmal klarkommen, weil das ist gerade scheiße hier von der Punktzahl. Ich glaube, ich mach's mal weiter. Wir können es immer noch neu starten. Dann mal gucken, was wir brauchen für den ersten. Yeah, das war übelst gut. Oh mein Gott, war mir schlecht. Also guck mal, was wir für den ersten brauchen. Du verlierst zu viel Zeit, weil du so unvorsichtig fährst. Alter, 175.000. Neu starten. Probier's jetzt noch einmal mit dem Auto. Mal gucken. Fahr ans Stator und warte auf die Ampel. Denk dran. Hart einlenken, dann drauf aufs Gas. Ja. Und jeden Drift so lang wie möglich halten. Ja. So, erstmal Geschwindigkeit bekommen. Das ist doch scheiße hier, was ich hier mache. Das war gut. 100.000 haben wir, fast 100.000 bekommen. Ein bisschen brauchen wir noch. Sehr schön. Punkt. Boah, da ist schon das Ziel, Alter. Boah. Ey, das ist hart mit dem Auto. Ich probiere es nochmal. Aber eigentlich geht das schon mit dem Auto. Ich weiß es nicht. Muss ja halt auch eine gewisse Geschwindigkeit haben, um zu driften. Hier haben wir die halt eigentlich noch nicht wirklich. Und ich kann trotzdem driften. Gut gemacht. Ja, das war das letzte Mal, war man da besser, glaube ich. Ah, das Auto ist nicht fürs Driften geeignet. Ich muss, glaube ich, nochmal zu beenden. Punkte. Das Auto ist scheiße zum Driften. Ich beende nochmal und nehme ein anderes Auto. Nehme jetzt mal irgendein Driftauto. Boah, jetzt sag bitte nicht, dass. Ich wollte gerne das Event beenden. Sehr gut. So, nochmal. Den die Zuschauer etwas Neues sehen sollen. Beeindrucke sie. So, nehmen wir jetzt mal ein Driftauto. Also den. Oder den halt. Ja, nehmen wir hier den hier. Oder? Ja. Hat auch mehr Beschleunigung. Gerade beim Driften, wenn wir schnell Geschwindigkeit haben wollen, ist das besser. Mal gucken, was mit dem besser geht. Ich muss natürlich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen an das Auto, weil mit dem bin ich ja noch gar nicht gefahren, aber schauen wir mal. Sehen, wie es aussieht jetzt hier. Sieht stylisch aus. Ja, ich mag den Lackkuchen. So, schauen wir mal. Besser. Netter Drift. Ja, ich sehe nichts mehr. 100.000 haben wir ja schon, ne? Ah, jetzt ist der Typ im Weg. Das ist natürlich scheiße. Du hast die Punkte und den. Was? Bonus verloren. Vermeide Kollision. Ja, was soll ich denn machen, wenn der Spasti da.
Ah, ganz ehrlich. Ja, deswegen darf man ja da nicht irgendwie anhalten oder so. So nochmal. Scheiße. Ja, das war okay, doch gut. Das waren die nächsten Punkte auf dem Konto. Oh nein, Trier. Jetzt holt er mich gleich wieder ein wahrscheinlich. Oh, es ist nervig so. Ich lasse den mal vor. So, jetzt weiter. Mit dem geht's besser mit dem Auto. Ich muss mich nur dran gewöhnen. Oh nein, Trier. Wir brauchen ja 300.000, um Erster zu werden. Also mit dem Auto kriegt man das schon irgendwie hin. Nochmal. Einschläge wie dieser löschen dir die Driftpunkte. Sei vorsichtig. So, ich versuche jetzt mal die erste Kurve schon zu driften. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Viel besser. Haben wir schon 40.000 gemacht. Du musst das Heck noch etwas weiter ausbrechen lassen, um maximal. Scheiße, das müssen wir nochmal machen. Das gibt richtig Punkte. Okay. Irgendwie muss das doch gehen. Ich muss eher reinfahren schon. Oh. Gibt's doch nicht. So, jetzt vielleicht schon. Nein, Trier! Das kann nicht wahr sein. So, nochmal. Keine Ahnung, ob das jetzt so toll war. Bremse vor der Kurve auf die optimale Geschwindigkeit. Lenk ein und beschleunige wieder heraus. Souveräner Drift. Ja, genau. Ja, keine Ahnung, ey. Also, ja, ich werde das jetzt drinnen lassen. Ich werde das jetzt nicht alles hier rausschneiden, weil es ist jetzt halt ein Lernprozess, der jetzt hier stattfindet. Irgendwann mal hoffe ich, dass ich da jetzt hier gleich besser werde. Sauberer Drift und weitere Punkte. Und jetzt haben wir da jetzt 7. Ja, es wird besser. So, jetzt nochmal gleich. Ja. Wie viel brauchen wir nochmal von der Aktion? So eine Aktion verträgt das Auto aber nicht mehr. 100.000 mehr. Kann jetzt nicht so schwer sein. So, jetzt. Ah, dammit. Och nein, wirklich? Boah, das hätte 130.000 Punkte gegeben. Ich probiere mal hier anzusetzen. Das war richtig gut. Oh, 150.000 haben wir jetzt schon gekriegt. Naja. Scheiße. Die Idee war ja nicht so schlecht, hier zu driften. Du hast gerade deinen eigenen Driftrekord überboten. Weiter so. Komm schon. Wie viel sind wir denn jetzt? Da sind wir das dritte. Okay, damit kann ich erstmal leben. Machen wir die nächste Strecke. Aber man kann halt auch einfach mal, wenn man es richtig macht, mit einem Drift irgendwie gleich so 200.000 Punkte einsacken. Okay, deine Platzierung ist gut. Platz 3, push weiter. Und wenn man das dann einmal raus hat, dann wird das schon laufen. So, ich muss mich da halt jetzt noch ein bisschen reinfitzen. Das dauert jetzt gerade zugegebenermaßen ein bisschen lange, das gebe ich zu. Aber das wird schon noch, das wird schon noch. Das ist ja auch mit Abstand mehr Punkte, die wir jetzt sammeln müssen als davor. Wir erwarten dich ein paar technisch anspruchsvolle Passagen. Bleib immer konzentriert. Ja. Driften, nicht crashen, verstanden? Gut, ja. Dann rein ins Vergnügen und sammle schön viele Punkte.
Ja, kommt hier mal irgendwas zum Driften? Mehr Punkte auf dem Konto. Spitzendrift. So gut. Ah, damit muss ich mal machen. Das war besser. Sauberer Drift und weitere Punkte. Haben wir genug Geschwindigkeit? Dann ist so ins Ziel. Mal gucken, was wir da vorne hören können. Ah! Scheiße. So knapp. So, jetzt. Jetzt aber. Rekorde sind zum Brechen da. Großartiger Drift. Nice. Ja, sorry Leute, da war das aber in der ersten Strecke einfach sehr hart, glaube ich, zu erreichen. Ey. Ganz ehrlich, das war ja jetzt nicht so viel besser, wenn überhaupt besser, als die letzte Fahrt. Und wir sind ja mit Abstand Erster diesmal. Eine Menge Leute haben deinen Sieg in deiner ersten Driftserie gesehen. Da haben sie es aber auch komisch bewertet, finde ich, vom Schwierigkeitsgrad her. So, jetzt wollte ich auch gerne noch mehr driften, wenn das ginge. Geht nicht, hä? Oh. Ärgerlich. Ja, immerhin, hä? Du hast das Saisonfinale erreicht. In diesem Rennen musst du besonders auf der Hut sein. Okay. Jeder einzelne Fahrer im Feld will Serienchampion werden. Du musst dein Bestes geben, sonst kannst du es gleich bleiben lassen. Finale. At Nice, Rennmeisterschaft. 4 Eventrunden. Na gut, legen wir los. Und wir Nissan würde ich wieder nehmen, ha. Wobei der halt auch, der war schon cool, der Chevrolet eigentlich, aber. Ne, ich nehme den Nissan. Okay, schauen wir mal. Da war das wirklich einfach in der ersten Driftrunde. Das war einfach sehr hart belegt, muss man sagen. Also ich habe mich natürlich auch nicht so toll angestellt. Aber jetzt würde ich gerne noch ein bisschen weiter driften, weil jetzt bin ich so langsam reingekommen. Die Strecke ist schnell, also pass auf. Der kleinste Fehler kann das Ende sein.